Machen Pornos dumm? Eine Studie hat jetzt ermittelt, dass bestimmte Bereiche des Gehirns bei Pornoguckern kleiner sind. Sind also Pornos schädlich fürs Gehirn? Jetzt in Klicks um Science und Fiction. Das ist schon starker Tobak. Da will eine Studie herausgefunden haben, dass bestimmte Gehirnregionen bei Pornoguckern kleiner sind als bei Menschen, die keine oder wenig Pornos sehen. Das erinnert schon ein bisschen an das Ammenmärchen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, dass Onanieren Nervenschwäche verursachen würde. Gut, man könnte jetzt sagen, dass es zu viele Leute mit schwachen Nerven gibt, aber es gab und gibt auch nicht den geringsten wissenschaftlichen Beweis, dass es da einen Zusammenhang überhaupt geben könnte. Anders scheint das jetzt bei Pornografie und dem Gehirn zu sein. Es gibt wohl tatsächlich einen Zusammenhang. Die Psychiatrische Universitätsklinik an der Berliner Charité und das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung haben jetzt zusammen eine Studie veröffentlicht, die beweisen soll, dass es einen Zusammenhang zwischen Gehirnentwicklung und Pornokonsum gibt. Die Wissenschaftler haben 64 Männer im Alter von 21 bis 45 Jahren untersucht. Sie wurden zunächst gefragt, seit wann sie Pornos gucken und wie viele Stunden pro Woche. Danach steckten die Forscher die Probanden in einen Magnetresonanztomographen, einen MRT, und erfassten die Hirnstruktur und die Gehirnaktivitäten, während sie Pornos sahen. Das Ergebnis ist verblüffend. Umso mehr Pornos die Männer pro Woche guckten, umso weniger graue Substanz gab es in ihrem Gehirn. Also die berühmten grauen Zellen, deren Anzahl die Intelligenz beeinflusst. Umso mehr graue Zellen, umso intelligenter der Mensch und umgekehrt. Sind also Pornogucker dümmer? Zumindest ein bestimmter Bereich des Gehirns ist betroffen, das Striatum. Es ist bei Pornoguckern nicht nur kleiner, es ist auch weniger aktiv. Die Männer, die regelmäßig und oft Pornos sahen, hatten beim Anschauen von Pornos ein weniger aktives Striatum. Das Striatum gehört zum Belohnungssystem des Gehirns, es erzeugt ein Glücksgefühl. Wird es weniger angeregt, braucht es mehr Anregung. Die Forscher gehen von einer Art Ausleiern des Striatums aus, werden ständig Pornos angesehen. Umso mehr Pornos man sieht, umso mehr muss man sehen. Es müssen also immer mehr Pornos geschaut werden, um genauso stark belohnt zu werden. Jetzt könnte es natürlich sein, dass das Striatum nicht durch den Pornokonsum kleiner geworden ist, sondern schon vorher klein war. Das wiederum würde bedeuten, dass Männer mit kleinem Striatum mehr Pornos gucken. Die Forscher halten das für eher unwahrscheinlich und wollen jetzt weitere Studien durchführen, um ihre These, Pornos sind schlecht fürs Gehirn, zu untermauern. Was meint ihr? Sind Pornos schädlich? Diskutiert es in den Kommentaren. Wenn ihr nichts verpassen wollt, schaut in euren Abo-Feed und aktiviert Klickzoom. Unbedingt ansehen auch solltet ihr das Video über die Liebes- und Sexchemie. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Besonders freue ich mich über eure Abos, kostet ja nichts. Und was bleibt mir noch zu sagen? Bis dann. Bleibt dran.